Perfekt! 99%, die letzte Prozent ist hier. No Death Speedrun und dann nochmal das Bonuslevel suchen, genau wie gerade. Das schaffen wir. Aber ich weiß noch, das hier war das längste Level im Spiel. Und deshalb werde ich das No Death mit dem Bonuslevel verbinden. Also ich werde es auf jeden Fall versuchen, im Speedrun zu schaffen, aber ich werde hier nichts versprechen, weil das wird, glaube ich, extrem schwer. Aber wir werden halt sehen, wir werden sehen. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo es lang geht. Oder was überhaupt zu tun war. Aber das hier scheint schon mal richtiger Weg zu sein. Ja, ich habe in Erinnerung, das Level war cool, aber auf jeden Fall zu lang. Es sollte ein längeres Level sein, ja, aber dennoch war es einfach zu lang. Was soll ich sagen, Mann? Als ob der nicht hochkam. Jetzt. Mann, oh, Meter. Ist da rechts nicht schon das Ende? Ja, ich sag, es ist ein langes Level. Und dann überlege ich jetzt schon, war nicht das Ende? Ja, aber wirklich. Das war doch hier irgendwo. Ah, nee, vielleicht auch noch nicht. Aber die Musik ist cool. Manche Level haben geile Musik oder coole Musik. Und dann gibt's so andere Level, da denke ich mir, who let bro cook? Manche Songs sind meiner Meinung nach wirklich nicht so stark. Zum Beispiel das eine Song, der so ganz schnell wird auf einmal. Den mochte ich auf jeden Fall nicht so. Aber der Song hier zum Beispiel, den finde ich nice. Ich glaube, dieser Song spielt auch nur in diesem Level, oder? Ich glaube schon. Okay, hier könnte sich vielleicht sogar das Bonuslevel verstecken, wenn ich so drüber nachdenke. Mit diesem Plattform macht das schon irgendwie Sinn. Ja, bedenkt, es gibt noch gleich einen Bonuskampf. Einen Bosskampf. Oh. Ja. Nee. Nee, Spiel, mach ich nicht. Ich hoffe, das Spiel hat das nicht gewusst, dass man das machen kann. Also der Programmierer des Spiels, sag ich mal. Damit das eine gute Takt. Oh, da ist doch das Bonuslevel. Hä? Hä, da ist es doch. Was zur Hölle? Wie zur Hölle habe ich das übersehen? Was zur Hölle? Hä? Ich check grad gar nichts mehr. Hä? Wieso ist er tot? Hä? Was? Wie? Oh, warte, da geht's gar nicht lang. Hä? Warte mal, was? Stopp. Da geht's lang. Safe geht's hier lang. Hey. Ich bin... Wie gesagt, das mit Dauerdorf ist jetzt nicht das Wichtigste. Warte mal, das ist ein Rückweg. Und man muss den roten Schalter aktivieren. Hey, wie kommen wir denn zum roten Schalter nochmal? Okay, dann muss das ja von hier sein. Ne? Ja, okay, ja, stimmt, ja, ich erinnere mich. Ich erinnere. Oh Gott, da habe ich gleich keine Lust, No Death zu machen, ehrlich gesagt. Aber hey, solange der Speedrun jetzt passt. Nein, was? Ach, rüber und dann rüber. Aber ich bin mir ziemlich sicher, nach dem roten Tor ist das Level vorbei. Ja, cool. Was zur Hölle? Nicht mit Mia. Oh mein Gott, warte, ist das die Strat? Oh mein Gott, das ist die Strat. Was zur Hölle war das jetzt gerade? Alter, toll, danke Spiel. Oh mein Gott, ich hatte gerade, ich werde so weggepusht. Wie kommt man überhaupt zum Bonuslevel hin? Das muss ich mir gleich mal anschauen. Jetzt erstmal hier durch. Oh nein, hier ging es doch weiter. Hier ist doch gleich das Ende. Oh mein Gott, nein, hier war die Stelle. Oh mein Gott, ich erinnere mich. Warum habe ich das getan? Das war richtig dumm. Verschwendet so viel Zeit. Warum ist das Level nur so lang? Ja, toll. Hier warten oder was? Ja. Anders geht's wohl nicht. Okay, nicht schlimm. Ach man, kann ja nicht sein. Okay, dann halt so. Schieß mich halt rüber. Was soll's? Mir doch egal. Mann. Was jetzt?
Was jetzt? Hier lang. Safe. Bestimmt hier lang. Ja, das ist schon mal richtig. Komm aus dem Weg. Oh, der Sprite im Hintergrund sieht schön aus. Sprite war da hinten. Okay, hier ist der Boss. Ah, 23. Boah, ist schon echt spät. Was ist halt. Freaking langes Level. Das ist das längste Level im Spiel, wie gesagt. Okay. Belzebub und Echse. Kombination aus beiden Bössen. Den sollte ich drauf haben. Komm. Aua. Mist. Gar nicht gut. Okay, Konzentration. Das wird jetzt ein ruhiger Speedrun. Wie gesagt, Konzentration. 4 Treffer schon. Der hat bestimmt auch 30 Leben, oder? Ich gehe mal davon aus, er hat auch 30 Leben. Würde Sinn machen. Okay, sehr schön. Dafür komme ich extra close. Bumm. Okay. Schön. Gefällt mir. I like. Wo ist er? Okay. Ja, 7 Deaths, ey. Das Level No Death wird, glaube ich, das Allerschwierigste. Nicht mal zum Bonuslevel kommen. Oder hier Speedrun zu schaffen. Ich glaube wirklich einfach, das Ganze im No Death Modus zu schaffen. Oh Gott. Na komm. Schön. Okay. Boah, geht da lang. Der Kampf lange. Ey. Oh Mann. Boom. Ist mir egal, ob ich die Treffer tanken muss. Nein! Oh, der wird mir fehlen am Ende. Aber ich starte jetzt nicht neu. Noch nicht. Erst wenn ich merke, ihr fehlt noch ein Leben. Dann schon. Dann ehrlich gesagt schon. Wie trifft mich das? Okay, aufgepasst. Ach Mann. Ich hab's nicht kommen sehen. Beispringen. Yay. Oh, knapp. Alter! Ernsthaft? Egal, restart nochmal. Ich hab zu lange gebraucht. 12, 13, 14, 15, 16. Nee, die hat mehr Leben als 30. Ich habe schon 16 Treffer und die hat noch über die Hälfte. Das stimmt was nicht. Wo ist sie? 19? 20? Nein! 19! Nein! Oh, bitte brauche ich den einen Treffer nicht. Obwohl. Oh, wie ärgerlich. Oh, bitte brauche ich am Ende nicht den einen Treffer, sonst. Oh nein! Springen! Nein! Ich habe aus dem Reset-Level gedrückt! Nein! Bro! Ernsthaft? Junge, ich habe aus Versehen Reset-Level gedrückt. Alter, wie passiert sowas? Oh mein Gott! Nein! Dann okay, ich kann damit zumindest ein bisschen meine Zeit verkürzen, wie ihr sehen könnt. Aber ich weiß auch nicht. Ach man, das war ein Ausrutscher. Warum? Warum ist der Treffer automatisch? Wie? Hä, wie? How? Nein! Ehrlich gesagt, vielleicht ist es auch besser, dass ich aus Versehen restartet habe, weil jetzt habe ich zumindest eine, ehrlich gesagt, viel bessere Zeit, wenn ich am Ziel bin. Das ist not bad. So, weil ihr seht ja, wie viel besser es jetzt auf einmal läuft.
Immer noch keine Ahnung, wie man hier zum Bonuslevel kommt. Das checke ich ganz am Ende ab. Sei es mir verziehen. So, und jetzt die Chose hier. Okay, gutes Timing, gutes Timing. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wie auch immer der getroffen hat, ist auch egal. Oh mein Gott, der Safe. Der absolute Safe. Und dann der Tod. Aber wenn ich mal unter 3 Minuten. Stell dir mal vor, unter 3 Minuten beim Boss. Holy, das wäre geil jetzt. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Wie geil wäre das denn? Komm, egal, egal. Ja. Nein. Ja. Oh mein Gott. Okay. Nein! Ey, ist nicht schlimm, ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Ich kann noch eine bessere Zeit hinkriegen jetzt. Jeder Fehler ist eine Verbesserung. Maybe. Vielleicht. Wir können es ja mal ausprobieren. Okay. Ja, ja, das sieht gut aus, sieht gut aus. Schaut mal. Also, unter 3 Minuten geht der Kampf schon los. Wohin war es, glaube ich, bei 3 Minuten oder so? Also, wir haben uns verbessert. Haben uns. Oh, sowas von verbessert. Boom. Boom. 2 Treffer. Das hat 40 jetzt, glaube ich. Meine Vermutung. Ich glaube nicht 50, ich glaube 40. Ja. Und der Kampf wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Also, ich glaube auch so 3 Minuten dauert der Kampf ungefähr. Vielleicht 4 Minuten. Im schlimmsten Fall 5, wenn ich vielleicht Pech habe, keine Ahnung. Kenne mich nicht so aus. Bumm. Bumm. Ich hoffe, ich habe jetzt zweimal getroffen. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe es nicht genau gesehen. Restart. Checkpoint. Checkpoint. Bei Checkpoint. Ganz wichtig. Junge, und wie man auch, wie auch immer du hier No Death schaffen willst. Oh Gott, ich muss den Boss ja gleich dann nochmal machen. Ich muss den Boss hier nach nochmal machen. Aber beim nächsten Mal muss ich mich mehr darauf konzentrieren, nicht getroffen zu werden. Und hier ist es eigentlich ziemlich egal. Boom. 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 Da ist noch einer. Boom. Sehr schön. Ich dachte mir schon, das sind immer mindestens 4, habe ich das Gefühl. Glaube ich. Keine Ahnung. Ja. Mach ruhig deine Wellen. Ist mir so egal. Wieder viel zu wellig, Mann. Direkt an dir. Direkt in der Hand. Ja, aber ich nicht. Ja, aber ich nicht. Bist du Froschi? Ich nicht, wa? Das ist der Froschi. Bam. 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 Schön. Schön. Na, gleich macht er seine nächste Phase. Ich glaube, ab Hälfte Leben macht er seine nächste Phase. So ein Kappelboss hier. Nein, Spaß, aber. Erinnere mich so ein bisschen dran. Jetzt kommt nächste Phase. Okay, es läuft eigentlich ganz gut. Es läuft eigentlich ganz gut. Oh, doch. Okay, Konzentration. Muss auch ausweichen. Sie ist neben mir. Ich mag das nicht. Ich mag das nicht. Geh weg da. Geh weg. Komm schon, das ist bei 5 Minuten, ey. So lange geht der Kampf schon. Oh, 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 perfekt, perfekt. Das war perfekt. Okay, wieder der Blödsinn. Na komm. Der Angriff ist super lame. Oder zumindest halt einfach auszuweichen. Und das sage ich und währenddessen lässt mich treffen, weil ich mich verwirren lassen habe. Nice. Ja? Hallo? Hä? Was war das jetzt? Bitte sei nicht verbuggt. Im ersten Teil war er nämlich auch ein bisschen verbuggt. Komm schon. Zumindest macht diesen Dash-Angriff aus dem ersten Teil nicht mehr. Das war nämlich der Angriff, der ein bisschen verbuggt war. Oh mein Gott, das ist. Oh mein Gott, das sind viele Steine. 1, 2, 3, 4, 5 Treffer! Oh mein Gott, das könnte gut sein.
sind safe über 6 Minuten. Besser kriegst du dieses Level aber auch nicht hin. Alter, ernsthaft, out of... Da komme ich nicht dran! Da komme ich nicht dran. Okay, er macht zumindest den anderen Angriff jetzt. Bam. Okay, ist vorbei, es ist vorbei. Nein! Ja! Oh, bitte, 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 spiel, bitte. Ich flehe dich an, ich flehe dich an. Was? Ich habe jetzt nichts erreicht hier, ne? Nichts. Ne, da schaue ich einen Walkthrough. Alter! Die Pro-Taktik! Oh mein Gott! Wollt ihr wissen, wie man's... Also, nicht wie man's machen muss, aber wie man's machen kann? Ich, vielleicht, also wenn man das machen muss, so... Das ist krank. Das ist krank. Das ist von einem Spieler zu erwarten, was ich jetzt euch demonstrieren werde. Passt auf. Also hier kann man noch ein bisschen mehr abkürzen, wenn man von hier lang geht. Kann noch mehr Zeit sparen. Wenn man es richtig macht, kann man hier auch richtig durchspeeden. Bin dafür aber nicht gut genug. Hier kann man auch dann direkt hoch, wenn man es schafft. So, hier kommt jetzt gleich die Passage. Okay. Hier, jetzt passt auf. Boom! Also. Ne? Absolut crazy, absolut crazy. Eigentlich müsste ich mir das Spiel noch weiter anschauen. Hier kann man nämlich bestimmt auch speeden. Ja, ich wollte es nur zeigen. Ach du Scheiße, man kann einfach die Hälfte des Levels skippen. Und somit auch die Hälfte deiner Spielzeit verringern. Statt bei 2,40, was auch immer wir hatten, auf 1,30 oder so. Absolut crazy. Ich muss euch zeigen, wie das geht. Ich muss euch den kompletten Prozess zeigen. Und ja, ich versuche jetzt auch gleichzeitig No Death mit zu achieven. Wäre halt sehr nice, wenn ich das auch gleichzeitig mitschaffen könnte. Deshalb werde ich es auch jetzt versuchen. Also das habe ich euch gerade gezeigt hier. Diese absolut crazy Strategie. Schade, hat nicht geklappt im First Try, aber ist nicht schlimm. Unten seht ihr einen Counter. Noch zählt es als, es zählt noch nicht als Death. Also alles chillig. Boom. Schön auch immer den Schwung mitnehmen. Ich glaube, man muss einfach vor du landest loslassen. Da macht man so einen Schwung, glaube ich. Da seht ihr. Das ist natürlich sehr beliebt für Speedruns. Ich kann das so nicht so gut. Boom. Alter, ich feiere immer auf diesen Trick. Absolut crazy. Da kann man auch hoch, aber das ist ein bisschen schwierig für mich. Boom. So macht man das. Sehr schön. Oh, seht ihr das? Jetzt habe ich es. Jetzt am Ende des Spiels habe ich nochmal die Speedrun-Strats drauf. Wie man das Spiel am besten durchspielt. Ja, Mann. Hier gehe ich safe. Gehe ich den langen Weg drumherum. So, und hier. Naja, also eigentlich. Na, warte. Das geht. Mann, das geht. Aber ich schaff's nicht mehr, oder? Oh mein Gott, okay, so mache ich das. Mit der Vase. Also ich glaube, beim Boss habe ich alles richtig gemacht. Aber halt bei diesem Level selber nicht. Also ich habe bei diesem Level hier selber... Warte, ich kill mich lieber. Dann skippe ich sofort die Textbox und verliere kein Leben. Perfekt. Ja, was habe ich gerade gesagt? Ja, Boss selber habe ich, glaube ich, richtig gut gemacht. Finde ich zumindest. Keine Ahnung, ob das stimmt. Ich finde aber dennoch, war nicht so schlecht. Ja, schade. Und los. Das ist so eine geile Abkürzung, ehrlich. Wer immer die gefunden hat, Alter, ich küsse dein Herz. Wallah. Bam. Bam. Schon schön, schön, schön. Hier gibt es auch einen anderen Trick, den man machen kann. Den ja. Spart ein bisschen mehr Zeit halt. So, und jetzt pass auf. Boom! Schade, nicht first tried. Aber dafür haben wir die Checkpoint hier benutzt. Nehmt diesen Checkpoint. Ah, okay, jetzt habe ich aber meinen No-Death-Level weggeschmissen. Aber das ist nicht so schlimm.
Das ist nicht das Allerschlimmste. Boom! Geschafft. Crazy, oder? Ja, jetzt dürfen wir halt nur nicht sterben. Bis wir beim Boss sind. Also absolut keine Fehler sind erlaubt. Aber die Passage habe ich ja jetzt mittlerweile drauf. Die ist halt wirklich nicht schwer mehr. Am Anfang habe ich hier richtig gestruggelt, aber jetzt kann ich das. Das hier wiederum. Okay, okay. Aber seht ihr, wie viel Zeit wir jetzt haben? Ist das nicht verrückt? Oh nein. Ah. Ja, ich hätte noch ein bisschen mehr haben können, das gebe ich zu. Aber trotzdem, also ich bitte euch. Um über eine Minute, glaube ich. Na, circa eine Minute? Über eine Minute gespart? Ich hab über eine Minute gespart. Ja, und jetzt nochmal der Kampf. Ich glaube, den spur ich vor, Alter. Das kennen wir alle schon. Hä? Wo ist der andere hin? Hä, was ist das für eine Attacke? Oh, das ist die von damals, aus dem ersten Teil. Die gibt's ja auch noch? Aber war das jetzt schlecht? Ich hab den einen Treffer nicht gelandet. Andererseits, ich habe so viel im Level gecheased. Das können die Entwickler doch gar nicht erwartet haben, oder? Dass man das kann. Also eigentlich müsste ich doch so oder so schon den Speedrun-Medaille bekommen, oder? Please, Spiel, please. Was macht der? Er tanzt. Er tanzt. Er tauntet mich. Jetzt kommt das Ende. Wenn der tanzt, kommt das Ende. War das nicht so? Was macht er jetzt? Laserauge. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und ja, ich glaube, ich hatte recht. Das jetzt kommt das Ende. Boom, 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 boom. So, letzter Treffer. Ich weiß halt nicht, was die Zeit sein soll. In welcher Zeit man ihn besiegen soll. Unter 6 Minuten? Wäre eine Vermutung von mir. Ja, kannst du nicht schaffen. Toll. Kannst du legit nicht berühren da hinten. Okay, hat das Spiel gemerkt. Oh, ich muss mich so hart beeilen. Fünf, 44! 45 Muskeln! Yes! Und ich hatte einen Death. Ich hatte einen Death. Ich hatte einen Death. Wieso hat sich gezählt? Wieso zählt das nicht? Wieso zählt das nicht? Meine Festplatte wird so leiden drunter. Oh Mann. Meine arme Festplatte, ey. Hä? LOL. Schade. Hä? Was ist da passiert? Da wird die Cutscene starten, aber es hat nicht geklappt. LOL. Hä? Okay, Spiel? Alter, wieso so tief? Oh, hat geklappt. Cool. Dann never mind. Was war da denn los? Wie bitte? Wie bitte? Ich hab ja eine Sekunde gespart. Now listen up. Here's a story about a little frog girl in their colorful world. And all day and all night that everything she sees is just seconds on the timer. Inside and outside. Geht doch. Wo war das Problem? Ja, wenn man zweimal nach dem zweiten Mal fehlschlagen schießen, dann gibt's auf. Ich kann wirklich nicht sagen, was hier gerade das Problem ist. Ich weiß es nicht. Zum einen erstmal das Level wieder bis dorthin schaffen. Zum einen das erstmal.
danach beim Boss darfst du wirklich, okay, darfst du wirklich keinen einzigen Fehler machen. Den musst du perfekt machen, sonst kannst du resetten. Ist vorbei. Ich habe eben nachgeschaut, was die Zeit ist, die man braucht. Passt auf, Freunde. 5,5 Minuten ist Maximum. Sollte es, falls meine Informationen richtig sind. Absolut crazy, wenn ihr mich fragt. Wie soll man das schaffen, bitte? Wieso, du dumme Husfahr? Und ich bin so voller Wut, weil das Level mich ankotzt. Ich habe ja noch nicht mal das Bonuslevel gemacht. Das kommt ja auch noch dazu. Das müsste ich ja dann machen, auch noch mal machen. In Anschluss. Bitte erlöse mich jemand, ey. Please. Halbe Sekunde langsamer. Goddamn. Nicht gut. Hey. Yay. Finally hat's mal wieder geklappt. Sehr schön. Dass das auch mal wieder klappt. Und warten. Und warten! Oh, es läuft echt schon ganz gut. Freut mich, dass auch mal gut laufen kann. Okay, schön. Oh, oh, der Safe. Der Safe war geil. Oh, oh, das ist gut, das ist gut. Okay, ich habe weniger als 4 Minuten Zeit für den Kampf. Der Kampf ist mindestens 3 Minuten, mindestens. Also, naja, ne? Also ganz ehrlich, selbst wenn ich das jetzt nicht mit dem Speedrun schaffe, warum auch immer, selbst dann habe ich zumindest den No-Death. Warte, nein, habe ich nicht. Ich habe restartet. Bin ich dumm? Mein letzter Try. Danach muss ich erstmal eine Pause machen. Wie gesagt, es ist so warm. Schön. Schön. Hab keine Ahnung, von wo das abhängt. Dass da mehr Steine oder weniger Steine kommen, ob das random ist oder immer gleich viele sind oder so. Keine Ahnung. Absolut nicht. Ja, seht ihr? Keine Ahnung. Ich würde sagen, das läuft ein bisschen besser. Sagen. Hey.
Ah, Phase geskippt. Das muss man skippen. Okay. Sehr schön, sehr schön. Schön geskippt. Komm schon. Schön. Komm, jetzt mach deine richtigen Attacken. Ah, okay, das kommt immer. Das kommt immer. Das kommt beide. Ja. Boom. 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 Boom! Okay, okay, okay. Denk dran, 5,5 Minuten. Das ist das Maximum, was ich haben darf. Na komm, ich kann es schaffen, ich kann es schaffen. Komm, es ist doch nicht mehr lange. Komm, jetzt mach endlich. Mit den Kack-Angriffen. Okay. Letzte Phase. Komm. Was war das? Nur dabei? Alter, der stallt so hart seinen Tod. Er weiß, dass er tot ist und trotzdem. Er lenkt noch so lange ab für seinen Tod. Komm, mindestens fünf. Leck mich. Was war das? Bist du zumindest in der letzten Phase? Komm, da ist noch nicht mal so viel. Komm, bitte beeil dich! Ich werde es restarten. Das ist mir egal. Ich werde es restarten, wenn ich das nicht über 5,5 Minuten schaffe. Also das habe ich nämlich nicht geschafft. Muss ich ja dann nicht zu speichern. Nicht nochmal ein drittes Mal. Nein, nicht noch ein drittes Mal. Muss nicht sein. Muss wirklich nicht sein. Alter. Jetzt mach! Hallo! Vollidiot! Ja, halbe Minute noch. Maximal. Ich muss nicht mehr herlocken, wenn er gleich die Totenköpfe gemacht. Ja, wieso macht er das? Hab ich irgendwas falsch gemacht? Was zur Hölle? Ja. Das sollte ich nicht machen. Ganz ehrlich, Freunde, ich glaube, das ist einfach nur Luck. Ich glaube, das ist wirklich einfach nur Luck. Ob der das... seinen Angriff so macht, wie ich das will oder nicht. Oh mein Gott! LOL! Oh mein Gott! Ich habe ihm extra Schaden gemacht, Alter! Ich cheate übelst durch, oh mein Gott! Das nehme ich jetzt an, das... Alter, ohne Witz. Das habe ich auch verdient, das habe ich mir auch verdient jetzt. Oh mein Gott, das muss ich mir merken. Jeden Kampf durchziehen... Und am Ende dann die Dinger mitnehmen. Crazy, absolut crazy. Ich habe einen unfairen Vorteil, geil. Außer das macht jetzt komplett seine KI irgendwie kaputt aus irgendeinem Grund. Dann ist natürlich nicht so geil. Aber ich will es nicht hoffen. Ja, also ich hatte glaube ich einfach Pech, dass er nicht schneller in die Phase gegangen ist, in die ich rein wollte bei ihm. Oder die ich von ihm wollte, die ich von ihm verlangt habe. Wie ging das denn jetzt so viel auf einmal? Oh mein Gott, Alter! Ist es wirklich einfach Glück, RNG, wisst ihr mal? Ist das wirklich einfach Glück? Jetzt bin ich optimistisch, komm. Komm, schau mal. Nehm ich auf? Ich nehme auf, sehr gut. Musst du sicher gehen, okay? Boom. 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 Na komm. Boom. Warum die Attacke jetzt? Oh nein, das ist nicht gut, dass er die jetzt macht. Egal, wenn ihr schnell vorbeigeht, ist okay. Dann ist okay. Ich kann die hochklettern, Leute. Was nochmal? Übertreib halt nicht. Der übertreibt komplett. Wieso denn so oft? Hör auf. Okay, aber ich muss ihn auch in der Mitte halten. Das habe ich vorhin nämlich nicht gemacht. Und dann habe ich die Totenköpfe nicht machen können. Und die sind wichtig. Das sind ein wichtiger Bestandteil zum Gewinn dieses Kampfes. Schön, schön. Schaffe ich es noch? Ah, eine Minute habe ich noch. Nee, zwei. Nee. Jetzt weniger als zwei. Ungefähr. Ich kann's noch schaffen. Nein! Daneben! Was macht er jetzt? Ja. Wie auch immer mich das getroffen hat. Cool. Danke, Mann! Ich chill einfach ein bisschen auf deinem Kopf. Warum geht das? Geh weg da. Okay. Schön. Boom, boom, boom.
Launcher in my room. Mit Spencer da sogar. 4 Minuten. Wenn er jetzt keinen Mist mehr macht. Wenn er mir jetzt die richtigen Attacken gibt und so richtig steht. Ja, ja, genau. Komm her, komm her. Sehr gut. Dreimal nur. Schön. Jetzt Rudolf, jetzt Totenkopf. Was macht er? Warum das? Warum das? Warum das? Ich brauch das nicht. Totenkopf, Totenkopf. Please. Nur Laserauge, Laserauge. Ja, Laserauge. Jetzt erstmal das. Okay. Dann wirst du mal Laserauge machen. Was machen? Was soll ich mein Freund? Boom, 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 boom. Jetzt komm her, jetzt komm her. Komm her, komm her. Komm. Das ist nicht so gut, komm schon. Ja, 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 ja. Totenkopf, Totenkopf. Boom, 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 boom. Okay, man muss trotzdem das hier machen. Aber ich hab's, glaube ich, jetzt. Boom, 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 boom. Ja! Suddenly Metal-Sänger, aber Junge, oh mein Gott, ich. Oh mein Gott. Oh, bitte, Junge, oh mein Gott. Mein Suffering ist aber noch nicht zu Ende. Ich muss noch das Bonuslevel. Ich muss noch herausfinden, wie ich zum Bonuslevel komme. Und ich darf jetzt währenddessen und beim Boss nicht sterben. Beim Boss werde ich sowieso nicht sterben, aber bis dorthin und alles um den Dreh. Das kann schon noch ein bisschen schwieriger werden. Wir sehen uns gleich drüben wieder. Okay, also wie wir wissen. Ist. Oh, oh, aufpassen. Dort drüben. Ah, ich will das nicht zeigen, weil sonst sterbe ich. Aber da hinten ist es. Da, da ist es. Ist nur die Frage, wie kommt man da hin? Kommt man da hin? Hä? Warte, lass mich erstmal den Schalter aktivieren. Oder von hier? Wait. Ah, oh mein Gott. Ja, kein Wunder, dass ich das nicht erreicht habe. Oh nein, was ist das denn? Was wird das denn hier? Ja. Toll. Mister. Geil. Alter. Was zur Hölle? Ist das dein Ernst? Ich frag mich aber, wo er mich denn gleich rauslässt, nachdem ich das Bonuslevel geschafft habe. Wisst ihr, was ich meine? Warte, kann ich es nicht von hier aus auch erreichen? Warte. Ich weiß. Nur der von alles. Aber ich mach's einfach offscreen. Ich will es nur kurz herausfinden. Ernsthaft, das kann man nicht von da erreichen? Aber bestimmt von hier, oder? Hm. Könnte funktionieren, Moment. Ein bisschen Zeit zu sparen halt. Ja, das. Okay, das klappt. Das kann man machen. Okay. Aber wie mache ich das Bonuslevel selber? Okay, also wie gesagt, ich mache das gleich alles offscreen. So. Mhm. Okay, keine Ahnung, wie das jetzt gezählt hat. Oh Gott. Nein. Na klar, hat das letzte Level im Spiel nochmal das schlimmste Bonuslevel von allen. Genauso wie den schlimmsten Boss. Auch wenn ich wie immer noch dabei bleibe, dass der Final Boss aus dem ersten Teil insgesamt schwerer war. Oh, ich kann hier cheaten. Das wusste ich nicht. Sehr schön. Da komme ich niemals hoch. Okay. Okay. Die geht kaputt. Boom. Oh Gott. Schalter. Hi. Was geht ab? Was macht das? Das. Schön, schön, schön. Was macht er dann? Oh komm. Zeig es mir. Oh mein Gott. Und dann schafft man's. Also, und dann muss ich das hier trotzdem nochmal aufmachen. Okay, Freunde, dann werde ich das jetzt doch mal alles nachholen, aber halt im No-Death.
Möglicherweise brauche ich dafür keinen Speedrun machen. Und dann werde ich auch endlich erlöst hiervon. Oh mein Gott. Die lange Reise ist vorbei. So lange war es gar nicht. Das Spiel ist relativ kurz. Vor allem im Vergleich zum ersten Teil. Geschafft, No Death. Ich sag's so wie es ist. Das Bonus-Level No Death zu schaffen, oder generell dahin zu kommen, ist schwerer als den Boss No Death. Weil der Boss No Death, man hat 10 Leben, da wirst du fast nie down gehen. Und Freunde, Completionist Achievement! Und wir haben 115%? Wo kommen die 15 extra Prozent denn her? Aber Freunde, wir haben alles. Wir haben alles gemacht in diesem Spiel. Wir haben alles gesehen, alles erreicht. Und ich hoffe, euch hat das Let's Play gefallen. Lasst mich wissen, wie ihr das Spiel fandet und ob ihr den ersten Teil oder den zweiten Teil besser findet. Ich habe eigentlich alle Achievements. Ich weiß nicht, dass ihr, wie gesagt, ist im ersten und im zweiten Teil verpackt. Da rein, da rufe ich den Steam-Support an. Ja, da suche ich mir jetzt gefälligst ein neues, süßes Indie-Game raus. Ja, das wird aber ein bisschen dauern, aber freut euch drauf.